Hi Leute, willkommen zurück zu Dawn of War 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Mal haben wir ja hier Calderis vollends von Tyranniden gesäubert. Und jetzt schauen wir doch mal, wo wir hingehen. Ich möchte gerne... Hier sehen wir hier unten übrigens auch in der Sektoranzeige die Schwarmflotte, die gerade noch ihre Fühler nach Typhon ausstreckt. Und da wir meiner Meinung nach immer noch zu wenig Tyranniden umgebracht haben... Und außerdem hier Orks sind und ich einfach mal Lust habe, wieder die Orks zu treffen, fliegen wir dieses Mal nach Typhon. Der Planet Typhon umkreist einen Stern am äußeren Rand des Subsektors Aurelia. Das grüne Dschungeldach hüllt den Planeten in Rätsel. Unter dieser Schönheit liegt der Schlüssel zu unserer Rettung. Und die Wurzel unserer Vernichtung. Kommandant, wir haben das Basislager der Tech-Priester gefunden, aber es ist in ernster Gefahr. Ein Ork-Mob ist direkt auf dem Weg dorthin. Die Orks dürfen das Lager der Tech-Priester nicht erreichen. Sind die Tech-Priester einmal tot, werden wir das astronomische Feld vielleicht niemals finden. Gut, sehr schöne Zwischensequenz übrigens. Und dann wollen wir mal die Tech-Priester beschützen. Kommandant! Wir haben das Basislager der Tech-Priester gefunden, aber es ist in ernster Gefahr. Ein Ork-Mob ist direkt auf dem Weg dorthin. Diese Grünhäute haben gerade eine Schneise durch mehrere kleine Kommunen und Außenposten geschlagen. Ihr Anführer nennt sich Gawaza und gibt seine Befehle aus einem mächtigen, erbeuteten Panzer. Die Orks dürfen das Lager der Tech-Priester nicht erreichen. Sind die Tech-Priester einmal tot? Werden wir das astronomische Feld vielleicht niemals finden. Halten Sie Gorwaza auf, bevor er zum Basislager kommt. Okay, wie ihr gerade gehört habt, geht es um einen Panzer. Wir sehen ja auch mehrere Fahrzeuge immer dargestellt in den Bildern. Und die Bonusinfo, diesem Ziel kann mit Energiewaffen Schaden zugefügt werden. Das heißt, wir rüsten uns kurz ein bisschen um. Tarkus, du musst leider deinen Lieblingsbolter abgeben und bekommst den Plasmawerfer Grabsäuberer in die Hand gedrückt. Und Avitus, auch wenn er immer ein bisschen zickig ist, wenn man ihm seinen lieblingsschweren Bolter wegnimmt, bekommt er jetzt den Raketenwerfer Zielsicherer Donnerschlag. Und damit sollten wir gegen schwere Infanterie und Fahrzeuge eigentlich gut gerüstet sein. Und gegen die ganzen Horden von kleinen Orks, haben wir immer noch den Kommandanten und wir bekommen einen Flammenwerfer zur Belohnung. Ah, und jetzt eine kleine Info über Captain Gabriel Angelos, einer meiner Lieblingscharaktere. Viele halten Gabriel Angelos für den besten lebenden Bloodraven und einen der größten Helden in der Ordensgeschichte. Gabriel führt zurzeit die dritte Kompanie der Bloodravens an und sein jüngster Sieg war ein vernichtender Triumph über die Tau im Targa-System. Er stammt von der kürzlich zerstörten Welt Cyrene und führt seine Kompanie immer wieder zu Ruhm, auch in den unmöglichsten Situationen. Ja, Cyrene wurde durch einen Exterminatus zerstört, für die Leute, die das vielleicht noch aus Dawn of War 1 wissen, und war da auch Teil der Hintergrundgeschichte von Angelos. Kommandant, Sie müssen sich beeilen. Gorwaza ist bereits am Basislager. Ich habe seine Position auf Ihrer Anzeige markiert. Schnell, bevor wir zu spät kommen. Taktische Marines erwarten Befehle. Jaja, und wo ist jetzt seine Position? Ich dachte, die habt ihr mir eingezeichnet. Ach, da oben. Jetzt hier. Okay, bis ganz hinten. Das heißt, wir laufen
sowieso über den linken Weg und holen uns dieses Kommunikationsfeld. So, die taktischen hier vor. Avitus hinterher. Cyrus, du hier. Du auch hier, ja. Und da kommt schon das erste Fahrzeug. Granate ins Gebäude, um sie auszuweichen. Hat funktioniert. Und ja. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Die ziehen sich schon zurück. Wir schieben die Devastoren mal hier in das nächste Gebäude rein. Und rücken ein bisschen vorsichtig nach, weil ich jetzt mir nämlich ganz sicher bin, was uns erwartet. So, während hier alles schön bearbeitet wird mit Raketen und Plasmawaffen und allem, können wir mal ein bisschen mutiger vorgehen. Wir schmeißen für ihn hier mal schnell den stellenden Standard und den Kriegsschrei. Und haben uns gerade die Ehre von Terra verdient. So, du sollst doch hier bitte mal den Punkt erobern. Da ist der erste Truck gerade in Flammen aufgegangen, genauso wie das nächste Gebäude, das hier zerstört wurde. So, jetzt machen wir den stellenden Standard eben aus und ziehen uns hier ein bisschen zurück zum Punkt und lassen unsere Fernkämpfe den Rest erledigen. Hier haben wir nämlich gerade einen Boss-Mob gehabt. Einer von den Bossen steht noch. Ihr seht schon, wie ich es mal hier mal mit der Ork-Hierarchie erklärt hatte. Umso wichtiger die Orks sind, umso größer sind sie auch. Beziehungsweise eigentlich andersrum. Umso größer sie sind, umso wichtiger sind sie. Na? Bist du auf dem Weg? Ja, gut. So. Alles vernichten hier über die Brücke. Schön, weil die Orks, die rennen uns sowieso immer schön entgegen. Wir machen hier mal schnell ein bisschen die Deckung kaputt auf der linken Seite. Und haben sich wieder in ein Gebäude eingegraben. Also auch die Orks haben hier ein bisschen zugelegt. Aber wir haben ja unseren kleinen Pyroman und Sprengstoff-Experten Cyrus. Ah, und da seht ihr was Neues Schönes. Ein Garkbot. Die sind brutal im Nahkampf, die Dinger. Genau, deswegen schmeißen wir jetzt auch mal den stellenden Stand an. Und okay, halt aber dafür nicht so viel aus. Wir lassen trotzdem mal den stellenden Stand mal noch einen Moment laufen. Wir haben gerade alle ein bisschen gefressen. Wir machen jetzt den Truck mal schnell kaputt und machen einen allgemeinen Rückzug. Einfach nur, um uns kurz aufzuheilen. Ich will hier nämlich nicht wieder, dass irgendein Sergeant das Bewusstsein verliert oder ein paar Marines verliert. Bis jetzt sind wir hier noch ohne Verluste durch und ihr wisst ja, ich will das immer so möglichst behalten. Gefällt mir. Also so wie wir hier gerade die Einrichtung umgestalten des Dschungels. Vor allem das hier, so ein kaputter Guardbot auf der Brücke, hat doch was Schönes. Wie immer so, von wo könnten sie denn kommen? Ich glaube, hier wäre ein schöner Punkt, um Avitus reinzusetzen. Dann rücken wir hier mal allgemein vor. Und lassen dann, sobald wir uns hier eingegraben haben, Cyrus auch nochmal ein bisschen scouten. Was haben wir denn da hinten? Ah, da haben wir ein schweres Bultergeschütz. Also die Orks haben sich hier schon echt verschanzt. Das sind wir so noch gar nicht gewohnt von ihnen. So, infiltrier dich. Und die haben einen Flammenwerfer. Schmeiß einfach mal hier eine Granate drauf. Und oh, crap. Bereit machen für Panzerangriff. Ich weiß nicht, ob man das... Ist das das? Nein, das ist ein Pickup. Nochmal ein Boss-Mob. Wo ist er denn? Na gut, anscheinend haben wir uns ganz gut eingegraben. Das läuft bis jetzt noch ganz gut. Infiltrier dich bitte nochmal und schmeiß eine Granate hier in diese Stellung. Warum schießt ihr denn? Warum seht ihr denn hier den armen Cyrus? Aber okay, der Commander beschäftigt sich jetzt mal mit denen. Oh, das schafft er nicht alleine. Nicht noch gegen einen Guardbot.
Deswegen pflanzen wir ihm jetzt hier mal, wir schweißen mal schnell den Stern an und pflanzen dem eine Melterbombe ins Genick. Und das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft hatte. Aber vielleicht bringt es dann noch direkt was hier mit der Plasmawaffe drauf zu schießen. Und jetzt lauft hier bloß schnell weg. So, du ziehst dich zurück. Friss eine Granate, du Sau. Der Feind zerstört ein wichtiges Gebäude. Sehr gut. Das hat der Kommande gerade noch so überlebt, Gott sei Dank. Also ohne diesen Stern würden wir hier schon ganz schön leiden. Aber mit geht das ganz gut. Wir haben hier jetzt das Kommunikationsfeld schon erobert und rücken direkt vor. Deswegen kann Avitus jetzt aus dem Gebäude auch wieder raus. Beweg dich direkt nach hier vorne. Mein lieber Cyrus Manilian. So, jetzt haben wir sie wieder alle auf dem Haufen. Und dieses Gebäude sieht sehr schön zentral platziert aus. Und wird deswegen, genau wie hier haben wir übrigens wirklich diese Schädelgebäude am Rand, wird deswegen wahrscheinlich besetzt sein. Wir brauchen viele Sprengladungen in dieser Mission. Was ein Zeichen dafür ist. Oh, guck mal. Da haben sich Kommandobosse infiltriert. Oh. Einige sogar. Und die schmeißen alle möglichen Granaten und Zeug auf uns. Zieht euch hier in die Decken zurück. Dann moschen wir sie mal selber auseinander. Aua. Cyrus frisst. Und zwar Schaden. Und hat gerade einen Scout verloren. Die haben richtig Schaden reingedrückt, die Jungs hier. Ich lasse die Marines hier mal noch nicht auffüllen. Wir gehen jetzt nämlich schnell vor. Befördern eine Granate durchs Fenster und dann darf sich Cyrus nämlich zurückziehen und seinen Scout wiederholen. So, jetzt haben wir das Gebäude hier frei und können unter Umständen direkt einen Push nach vorne machen und Avitus dann in das Gebäude reinsetzen. Wir warten hier noch ganz kurz, zumindest bis sie sich auch wieder nach vorne bewegen. Und das machen wir einfach, Leute. So mutig bin ich. Avitus, los. Tarkus geht hier hinter diese Deckung. Und der Kommandant rennt einfach nach vorne, lenkt ab, während Cyrus ein bisschen flankieren darf. Vielleicht wir schmeißen hier mal noch eine Sprengladung in das Fenster. So, und ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben die zentrale Festung gerade erreicht. Und wir schmeißen jetzt hier einfach mal noch einen Stimulanzpack an. Und hoffen, dass die jetzt schnell sterben. Ich würde ja gerne Tarkus noch irgendwie in bessere Deckung befördern, aber ich glaube, diesen Luxus haben wir hier oben gerade nicht. Die Stellung ist doch ein bisschen exponiert. Vielleicht können wir sie so hier an die Mauer reinsetzen. Da können sie sich da ein bisschen festbeißen, die Scouts. Während der Kommando hier außen aufräumt, können wir jetzt hier langsam eine Feuerlinie aufbauen. Scheiße, jetzt rennen die uns hier schon wieder. Nochmal einen Stimulanzpack benutzt. So, und platzieren einfach hier noch eine Tarantel hin. Und lauft Scouts. Lauft ganz, ganz schnell. Sehr gut. Truck ist kaputt. Tarkus hat schon zwei Mann verloren. Deswegen wirst du jetzt mal. Du schießt hier auf die weiter. Tarkus wird jetzt deswegen. Jetzt nochmal den letzten Ork hier kaputt. Tarkus wird einen Punkt erobern und sich gleich auffrischen. Und das hat super funktioniert hier. Also hier Avitus in dieses Gebäude zu schicken, war wahrscheinlich wirklich die beste Situation, weswegen wir hier so schnell diese gigantische Horde zerlegt haben. Und sind jetzt schon fast am Lager. Und diese komische Boss Gorvatsa ist immer noch auf den Füßen. Der wird dann wahrscheinlich doch da hinten im Lager sein. Keine Ahnung, was denn vorhin diese Ansage von ihm war.
So. Wie geht's euch, Kollegen? Tarkus heilt sich gerade hoch, den anderen geht's gut. Dann geben wir unsere Stellung hier mal wieder auf. Avitus, ich wollte dir eins schon mal lange sagen. Ich liebe dich. Muah. Du bist geil. Wie können wir dienen? So, und nach diesem kleinen Outing machen wir direkt weiter. Neu positionieren. Hoffen mal, dass das Avitus jetzt nicht zu sehr verwirrt hat und er weiter schießen kann. Okay, Avitus. Hier rein. Und los geht's. Aus dem Weg. Scouts hier. Schnell weiter. Ich liebe das Gefühl von der Fleischstücke unter Dachketten. Die grüne Welle steigt an. Da sind wir gerade jetzt dummerweise ein bisschen mit dem Force Commander in den Sanguinis gerannt und ich glaube, Avitus kriegt jetzt gleich. Au! Oh. Okay, wir setzen alles, was wir an Sprengstoffen haben, gegen dieses Viech ein. Kanonenbeschuss, räumt den Bereich. Er kriegt jetzt einfach aufs Maul. Feuer und Bumm. Schnell weiter. Jetzt bist du ein Devastor. So, da war gerade noch eine Marine im Weg, aber der hat es überlebt, Gott sei Dank. So, immer schön hier aus dem Weg gehen, da was auf dem Fall aufbaut. Wir stellen... Entschuldigung, wir stellen ihm hier noch direkt eine Tarantel. Autsch. Cyrus, du darfst dich zurückziehen. Und Stormboys. Genau das, was ich jetzt eigentlich nicht brauchen kann. Ihr Schmüllseid. Brauche ich nicht mal Rückendeckung. Und wie viele da kommen von diesen Stormboys zum Kotzen. Aber trotzdem. Oh Gott. Oh Gott. Wir, also die müssen jetzt mal. Hab ich Arkay gerade weggeschickt? Wo ist er denn? Ja, er ist tatsächlich da hinten. Gut, dann frisst Gorwatza jetzt einfach nochmal eine Granate von Cyrus. Und schnell weg. Und stellen hier wieder unsere Feuerlinie auf. Komm, Cyrus darf ihn mal ein bisschen ablenken. Oh, oder töten. Spürlich ist durch meine Panzerung gegangen. Was machen meine Dharma da hinten? Der Ork ist tot, aber der Schaden ist angerichtet. Das Basislager liegt in Trümmern und die Tech-Priester sind tot. Verdammt. Der Feind zielt auf einen unserer Gefechte. Der Sieg ist nur ein Vorspiel zur nächsten Schlacht. Tja, das hätte ein bisschen besser laufen können. Wir hätten die Tech-Priester eigentlich retten sollen. Die Wertungen sind jetzt auch nicht so ideal, aber was soll's. Und was haben wir denn bekommen? Den Flammenwerfer, ja. Und, ach du Schande. Ehre von Terra, Stufe 12 Servo-Rüstung. Rüstungswert 30 und 156 Gesundheit. Tankrüstung für den Commander. Und die Armatur des Eifers macht Nahkampfschaden und Fernkampfschaden, aber minus Genauigkeit. Na, die werden wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Die verschrotte ich wahrscheinlich gleich. Der Einzige, das ich brauchen könnte, wäre Thaddeus, aber der hatte hier noch eine Rüstung auf Tasche. Das sind schlimme Neuigkeiten, Kommandant. Ohne die Scans von dem astronomischen Feld können wir die Tyranniden nicht aufhalten. Haben wir irgendwelche Hinweise, was mit den Berichten der Tech-Priester geschehen ist? Anscheinend hat das Feld die Aufmerksamkeit eines Orks namens Reißer Fetzer auf sich gezogen. Er hat die Datenplatte gestohlen, auf der die Position des Feldes gespeichert ist. Danach ist er in den Dschungel verschwunden. Kennen wir Reißer Fetzers Position? Noch nicht. Aber wir haben einen seiner Anführer gefunden.
Ich lade seine letzte bekannte Position auf Ihre Karte hoch. Finden und eliminieren Sie diesen Ork, Kommandant. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Gut. Bevor wir uns mit den Missionen beschäftigen, die wir noch so jetzt haben, hauen wir die Armatur des Eifers weg. Plus nur Nahkampfschaden, 42 Gesundheit. Ach, das war die für Thaddäus. Genau, das war die Stufe 9 Rüstung. Ehre von Terra, Stufe 12. Müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Aber da warte ich gern drauf auf das Ding und ich hoffe mal, dass es richtig geil aussieht. Und ja, der Flammenwerfer, ich weiß nicht so recht. Eigentlich benutze ich da gegen die biologischen Gegner doch lieber weiterhin die normalen Boulder. Auch wenn die Flammenwerfer relativ gut gegen die Moral der Feinde sind. Aber bei Tyranniden ist es eh hinfällig. So, du bekommst den festen Zorn. Dann kann man den Flugharnisch gleich wegmachen. Ihr seht, es hagelt schon wieder Level. Bekommst hier nochmal Leben. Aegis des Zorns. Nach einem Sprung oder Teleport sind Thaddäus und sein Trupp vorübergehend unverwundbar. Und dann gehen wir jetzt hier hoch, glaube ich. Was machen wir denn? Ach komm, wir geben ihm hier den Segen des Eifers. Thaddäus bekommt mit jedem Schlag im Nahkampf Gesundheit. Das dürfte ihn auch relativ unkaputtbar machen. Ja. Jetzt haben wir die Stufe 11 Rüstung hier freigelegt, aber erstmal genau wollte ich bei Tarkus hier die Waffen wieder tauschen. Avitus hochleveln, bei ihm hat sich das immer so schön schnell erledigt. Du bekommst ja auch mal wieder den schweren Boulder. Dauert wahrscheinlich wieder ein bisschen, bis wir auf viele Fahrzeuge treffen. Dich wollten wir auf Nahkampf vollends hochskillen und jetzt schauen wir uns mal schnell die Rüstung an. 80 Gesundheit und 2 Sichtwerte, 28 Rüstungen bekommst du erstmal. Hat sich nicht viel getan, außer ein schönes goldenes Totenkopfschild. Jetzt haben wir noch 3 Nahkampffähigkeiten, 64 Energie. Naja, ach komm, was soll's. Ich glaube, die machen wir weg. Und Widerstand gegen Zurückstoßen, ich glaube, das könnte was vielleicht für Avitus sein. Nee, nicht wirklich. Die ist was für Tarkus, die bekommt er dann in der nächsten Stufe, die er jetzt gerade erreicht hat. So, und dann können wir die hier nämlich auch wieder wegmachen. Wie skillen wir denn Tarkus weiter, ist die nächste Frage. Im Fangkampf, wenn er die Fähigkeit Taktisches Vorrücken einsetzt, versucht er zusätzlichen Schaden, bla bla bla, taktische Meisterschaft benutzen. Naja, ich glaube, ich möchte ihm aber lieber noch ein bisschen mehr Leben erstmal geben. Nachdem Tarkus im Kampf wieder belebt wurde, ist er einige Sekunden lang unverwundbar. Tarkus Truppkameraden werden Ordensveteranen, ihre Härte erhöht sich, ihre Ausrüstung wird besser. Ich glaube, darauf zielen wir jetzt mal ab, hier auf die Veteranen-Marines. Während wir hier mal ganz schnell ein klein bisschen sortieren. So, das hat sich alles. Dann leveln wir jetzt noch Cyrus. Während er infiltriert ist, kann Cyrus Zubehör einsetzen, ohne bemerkt zu werden. Das wollte ich. Er darf sein neues Scharfschützengewehr benutzen. Das gibt ihm Gesundheit und viel Zusatzschaden bei Eldar. Okay, aber macht sowieso schon mehr Schaden. Ist um einiges besser. Weg mit dem Alten. Und sinkt die Energiekosten für das Infiltrieren deutlich. Naja, die meiste Infiltration brauchen wir nicht unbedingt. Ich möchte ihm noch ein bisschen mehr Leben geben. Er kann nämlich dann Truppanführer ganz schnell wiederbeleben. Wir gehen auf hier auf jeden Fall auf die sofortige Wiederbelebung. Ich glaube, den Teleportausgang ist jetzt nicht so wichtig. Und dann können wir ihm danach noch Dickschaden im Fangkampf dazugeben. Okay, dann gucken wir mal als nächstes, welche Mission wir machen wollen. Hier haben wir erst einmal eine Mission, die hier ein Zeitlimit hat. Vielleicht machen wir die, mal schauen. Ich schaue mir unsere Auswahl gleich mal noch an. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Vergesst bitte nicht, den Part zu bewerten, je nachdem, wie er euch gefallen hat.
Und vergesst niemals, dem unsterblichen Imperator zu huldigen.